diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie im Programm Fotoaufmaß ein Gebäudefoto vermessen, worauf Sie hierbei achten müssen und wie Sie dann die Daten in das Bauphysikprogramm importieren. Über den Kamera-Button lade ich mir das erste Foto ins Programm. Über die linken Knöpfe kann das Bild gedreht und gespiegelt werden. Über die Regler kann die Helligkeit und der Kontrast angepasst werden. Hierüber kann das Foto also noch bearbeitet werden. Mit diesem Bild bin ich zufrieden und gehe zum nächsten Punkt. Sollte das Bild verzerrt sein, kann es über die Objektivkorrektur weiter angepasst werden. Bevor ich nun die Ebene festlege, sollte die Himmelsrichtung und Neigung eingestellt werden. Diese Fassade ist im Süden und die Neigung beträgt 90 Grad. Das Wichtigste, um Flächen messen zu können, ist die Bildebene festzulegen. Dies ist immer nur eine Fassade, auch wenn das Bild mehrere Fassaden beinhalten sollte. Soll eine weitere Fassade gemessen werden, muss ein weiteres Bild geladen werden. Achten Sie bitte beim Fotografieren immer darauf, dass alle Gebäudeecken im Bild enthalten sind, um die Flächen messen zu können. Falls Bäume oder Büsche vor einer Kante oder Ecke liegen, dann können Sie später über Hilfslinien die Ecke erschließen. Ich gehe auf Neue Bildebene erzeugen und erhalte ein Raster, um die Bildebene festzulegen. Dieses Raster muss für jede Bildebene neu gesetzt werden. Je größer das Raster ist, umso genauer ist die Entzerrung. Deshalb lege ich das Raster auf die Gebäudekanten. Die Eckpunkte des Rasters ziehe ich grob zu den Gebäudeecken. Und durch die Auswahl der Ecken wird auf den entsprechenden Rasterpunkt gezoomt und die Einstellung kann verfeinert werden. Und hiernach lege ich über Kalibrierung mit zwei Werten die Strecke fest, die ich kenne. Zuerst wird das waagerechte Bezugsmaß gemessen und eingetragen. Und dann das senkrechte. Anschließend können nun die Flächen in der Bildebene gemessen werden. Zum Messen stehen Dächer, Wände, Fenster und Türen zur Auswahl. Da ich diese Fassade exportieren möchte, muss ich als erstes die Wandfläche bestimmen. Dies ist bei diesem Haus nicht ganz so einfach. Damit die Fläche einfach nachzuzeichnen ist, sollte deshalb mit Hilfslinien gearbeitet werden. Ich wähle Hilfslinien und setze an allen wichtigen Punkten eine Linie. Ich klicke die Ecke an und ziehe die Maus nach unten, um eine senkrechte Hilfslinie zu erzeugen.
Die letzte Hilfslinie setze ich hier, da hier die Oberkante der Rohdecke ist. Man kann an den Hilfslinien entlang die Fassade nachzeichnen. Hiernach wähle ich eine Wand mit beliebiger Geometrie aus. Danach können die Fenster eingezeichnet werden. Achten Sie bitte beim Messen der Fenster darauf, dass Sie das Rohbaumaß verwenden. Da dieses Fenster viermal in der Fassade vorkommt, muss ich nicht alle Fenster nachzeichnen, sondern kann für dieses Fenster einfach die Anzahl bestimmen. Und in Analogie werden die restlichen Fenster erzeugt. Nun bin ich mit dieser Hausseite fertig und lade mir eine weitere Hausseite. Hierfür gehe ich wieder zurück auf Projekt. Und über den Plus-Button wird ein neues Bild erzeugt und es kann ein weiteres Gebäudefoto geladen werden. Und jetzt ist der Vorgang genauso wie beim ersten Foto. Nun möchte ich meine Daten exportieren, damit ich sie dann in das Bauphysikprogramm importieren kann. Ich wähle Auswertung und Export. Hier werden noch einmal alle Daten für den Export angezeigt. Und ich erzeuge eine Exportliste, die dann in das Bauphysikprogramm importiert werden kann. Nachdem die XML-Datei exportiert wurde, öffne ich das Bauphysikprogramm und gehe direkt in der Anfangsmaske auf Daten importieren. Und ich wähle die zuvor exportierte XML-Datei aus. Hiernach gebe ich die grundlegenden Projekteinstellungen ein. In der Bauteilliste werden nun alle exportierten Bauteile mit ihrer Fläche und Himmelsrichtung aufgelistet. Da dies nur ein Teil des Gebäudes ist, kann ich jetzt weitere Gebäudeteile importieren. Eine genaue Erklärung hierzu finden Sie in unserem YouTube-Video Projekte zusammenführen, das in der Beschreibung auch noch einmal verlinkt ist.
Anschließend können Sie noch weitere Fotos einlesen, um die Gebäudehülle zu vervollständigen. Hiernach müssen Sie dann nur noch die nicht sichtbaren Bauteile wie Kellerdecke oder Kehlbalkendecke händisch eingeben. Sie können auch den umgekehrten Weg gehen, Ihre Gebäudehülle händisch eingeben und dann die Bereiche, die nicht nachgemessen werden konnten, als Foto dazuladen. Sie sind in der Anwendung somit nicht eingeschränkt und das Fotoaufmaß kann Ihnen in vielen Bereichen schnell weiterhelfen.